Computational Thinking mit BBC Microbit. Wer hält dir für Daten? Dieses Mal soll Roberto so lange seine Runden auf der Rennstrecke drehen, bis er auf ein Hindernis trifft. Dabei soll er die Anzahl der Runden, die er fährt, selbst mitzählen und die Rundenanzahl nach jeder Runde anzeigen. Roberto muss also irgendwo die Anzahl der Runden abspeichern. Roberto ist ein Computer und wie jeder Computer besitzt er einen Speicher, wo er verschiedene Daten, wie zum Beispiel Zahlen, Zeichen oder Zeichenfolgen, ablegen und auch wieder auslesen kann. Stell dir den Speicher wie einen Schrank vor, in dem unterschiedlich große Boxen gelagert sind. Um die Anzahl der Runden mitzuspeichern, muss im Speicher dafür eine bestimmte Box reserviert werden. Eine solche Box nennt man in der Programmierung Variable. Eine Variable, also eine solche Box, hat bestimmte Eigenschaften. Sie hat einen eindeutigen Namen, der ihren Inhalt gut beschreibt. Sie kann mit bestimmten Daten befüllt werden, zum Beispiel mit einer Zahl. Sie sollte immer einen Anfangswert besitzen, man sagt dazu auch initialisieren. Da Roberto vor dem Programmstart noch keine Runden gefahren ist, habe ich die Rundenanzahl zu Beginn auf 0 gesetzt. So schaut der Code dazu aus. Es gibt kleinere und größere Boxen für verschiedene Datentypen. Um ein ganzes Wort zu speichern, wird mehr Speicherplatz, das heißt eine größere Box, benötigt. Der Inhalt der Box kann jederzeit abgefragt und verändert werden. Zurück zu unserem Programm. Solange Roberto auf keinen Stein trifft, fährt er Runde für Runde auf der Rennstrecke. Nach jeder Runde wird der Wert der Variable Rundenzahl um 1 erhöht. Das heißt, der alte Wert in der Box wird überschrieben. Danach wird der aktuelle Wert der Box angezeigt. Je nach Programmiersprache gibt es für die Erstellung einer Variable bestimmte Befehle. Für die Programmierung des BBC Microbit stehen die folgenden Blöcke zur Verfügung. Am LED-Display des BBC Microbit soll ein Countdown umgesetzt werden. Dabei soll von 10 auf 0 hinuntergezählt werden. Zu Beginn wird eine neue Variable mit dem Namen Zähler erstellt. Dazu wird in die Kategorie Variablen gewechselt und auf die Schaltfläche Neue Variable anlegen geklickt. Da bei 10 zum Zählen begonnen wird, wird ihr beim Start des Programmes der Wert 10 zugewiesen. Die folgenden Befehle werden nun 10 Mal wiederholt. Bei jedem Schleifendurchlauf wird der Wert der Variablen Zähler um 1 erniedrigt und anschließend am LED-Display ausgegeben. Der Inhalt der Variable Zähler ändert sich somit bei jedem Schleifendurchlauf. Nachdem der Countdown abgelaufen ist, wird abschließend noch ein Ton abgespielt und ein Symbol angezeigt. Am Simulator kann das Ganze auch gleich ausprobiert werden.